Alrighty, dann und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fitch und Benjamin Basti. Auf EU7 wollen wir uns die Expelliarmus. Nein, über die Ex. Expedia.de. Petitionen anschauen, die ja schon eine Weile laufen. Es gab ein großes Update. Ich habe dazu kein Video gemacht, weil es erstens relativ viel war und ich wenig Zeit hatte. Ich konnte mich mit nichts beschäftigen. Das haben andere Kollegen sehr, sehr gut gemacht. Und es gibt auch schon zu den Expeditionen einige sehr empfehlenswerte Videos. Ich glaube, muss da erst Madeira viel mal wählen. Ich habe es noch nicht gesehen. Es wurde aber von Zombie empfohlen. Da geht es um die Expedition selber. Ich wollte jetzt nochmal relativ unverfangen meinen ersten Eindruck zu diesem Feature geben. Ich hatte mir das in der Beta definitiv schon mal angeguckt. Und da kam eigentlich heraus, dass ich so über diese Game-Mechanik sehr positiv überrascht war. Ich fand es sehr erquickend und hatte aber immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Value dieser Expedition nicht ausreichend ist. Sprich, es lohnt sich eigentlich nicht, die Expedition zu spielen. Das war so der Kanon, der sich so in der Beta ergeben hat. Und ja, das tatsächlich sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich habe schon mal so eine Expedition gespielt. Ja, und dazu habe ich mir was gespeichert. Hier sieht man mal zwei Quests, also 133.000 XP und 45.000 Gold, können wir uns mal merken. Hier die zweite Quest auf jeden Fall, 135.000 XP und 51.000 Gold, sprich 96.000 Gold und irgendwie 270.000 XP haben wir innerhalb dieser Quest gewonnen und gegenübergestellt. Ist mir jetzt mal dieses Bild hier mit 60.000 Gold und 772.802 XP. Sprich, was sehen wir jetzt? Wir haben gesehen, was ich in der Expedition mit 3 Sternen bekommen habe, zu 12,5 Alu. Und das andere waren 2 Abenteuer ab 5 Minuten im Prinzip zu 10 Alu dann. Na, das sprich, ich habe in 10 Alu 270.000 XP gemacht und 96.000 Gold. Gegenübergestellt sind hier 772.000 XP und 59.000 Gold. Wenn man das jetzt nur mal als Vergleichswert nimmt, und das zieht sich auch durch, wenn man die Expedition spielt, und wir werden uns das auch gleich nochmal angucken, der Value der Expedition hat sich definitiv gegenüber der Beta gesteigert. Das heißt, so Leute, ich habe jetzt hier mal eine 7,5-minütige Quest mir rausgesucht. Es ist ein bisschen schwer, weil man kriegt nicht die Quest, die man will. 7,5 Minuten ist die speichern wir uns mal. Die hat ein ordentliches XP-Verhältnis gehabt. Ja, also ich sag mal, in dem Level, wo wir uns jetzt befinden, ne, da ist XP definitiv overall entscheidend. Mit allem Drum und Dren, ne, alles, was dazugehört, ist dort entscheidend. Und jetzt können wir mal gegenübergestellt in eine 25-Thirst-Adventure gehen. Ja, wir müssen mal gucken, das Adventure-Toilettenpapier, das ist jetzt nicht das Allergeilste. Das kann man auch nicht mehr ändern. Wir gehen trotzdem mal rein. Ich muss jetzt nochmal schauen, wie wir uns das hier bekommen. Wir müssen dreimal Toilettenpapier finden, dann kriegen wir 20 Heroism. Das finde ich jetzt nicht so optimal, um ganz ehrlich zu sein. Aber ja, gehen wir mal rein. Ja, das ist natürlich doof, wenn wir jetzt hier überhaupt kein Toilettenpapier bekommen. Sieht das Ganze, ach, so ein Rotz hier. So ein Rotz, sag ich mal dazu hier. So, jetzt muss ich mir ja das holen. Wir brauchen das definitiv. Aber ich kriege ja auch noch einen Drachen, vielleicht schaffen wir es. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht haben wir Glück. Gehen wir erstmal rein, da kriegen wir Loot. Dann kriegen wir das, das müssen wir uns auch nochmal merken. Wir nehmen uns die Steine, auch ein wichtiger Part. Wir nehmen uns das zweite Toilettenpapier. Verrückt, kriegen wir kein Toilettenpapier. Wir brauchen noch ein Toilettenpapier und einen Drachen. Dritte Toilettenpapier. Und jetzt brauchen wir einen Drachen. Nein! Wir kriegen keinen Drachen. Aber mit einem Drachen hätten wir das locker gewonnen. Hätten wir 4 Sterne bekommen. Also Toilette ist halt echt mies. Ne? Die andere Quest kenne ich jetzt nicht. Hätte ich vielleicht nehmen sollen. Dann müssen wir uns das mal gegenüberstellen. Ja, dann sind das jetzt bei 2 Sternen 2,5 Millionen XP. So, wir hatten jetzt hier eine Quest. Ja. 7,5 Minuten, 906.400 XP. Wenn wir das mal 3 rechnen, kommen wir auf ungefähr 2,75 Millionen. So, holen wir uns mal die zweite. Die ist ein bisschen einfacher mit dem Kuchen, weil man kriegt meistens immer noch einen Kuchen danach. Ja gut, das ist ein bisschen unlucky, wenn man dann sowas bekommt hier. Aber ja, es ist schon relativ gut.
Ja, so ein Bait hier, hier so ein, so, ne, so ein Dummy können wir uns auch mitnehmen. Der bietet auch nochmal extravagante Lösungen für uns. Und zack, gehen wir hier nochmal rein. Hier kriegen wir jetzt zum Beispiel ja, Hölzer oder Metalle. Auch nicht schlecht. Ja, den, das können wir uns definitiv mitnehmen. Holen wir uns nochmal den Kollegen hier. Kriegen wir nochmal ein Ding rein. Hier nochmal ein Ding rein. Also, wir haben ja, wir kriegen ja so viele Punkte. Das ist krass. Also, ja, das, ja, 44, also relativ easy peasy. Hier 3 Sterne geholt. Auch nochmal. Da sehen wir 2,6 Millionen XP, 354.000 Gold. 2,6 Millionen XP und 354.000 Gold. Können wir uns mal nehmen, also 2,5 Millionen mit 2 Sternen, aber 356.000 Gold mit 3 Sternen. Und ja, wenn wir das mal hochrechnen jetzt, ja. Wenn wir das mal hochrechnen, das war eine 7,5-minütige Quest, die war ziemlich gut auf XP getrimmt. Mal 3 sind 2,7 Millionen XP. Da sind wir bei knapp 25 Alu und das Gold mal 3 sind wir bei 90.000. Was stellen wir fest? Wir erhalten über die Expedition relativ gute XP und ziemlich, ziemlich viel Gold. Das bei dem Level. Es schleicht sich wirklich der Eindruck, dass die XP-Schiene irgendwo im Bereich ist, wenn man diese Abenteuerlust runterrechnet, dass man bei einer XP-Rate von 80% ist. Also wenn man jetzt mal eine 10-minütige Quest nimmt, dass man im Schnitt ungefähr 80 bis 85% der XP bekommt, die man gewinnen kann für 10 Minuten mit seinem entsprechenden Level. Also wo man sagt, ach, das ist eine ordentliche XP-Quest. Ja, man kann aber natürlich auch eine 10-minütige Quest bekommen, die relativ schlechte XP hat, dann kriegt man natürlich mehr Gold. In dem Falle ist aber tatsächlich die Expedition auch im Goldbereich sogar tendenziell noch ein bisschen besser. Also das ist der Eindruck, den ich im Moment habe. Das heißt, vom Value XP und Gold wirklich, wirklich eine sehr gute Alternative, wo man echt überlegen muss, worauf können wir denn noch achten? Und was haben wir gesehen? Und das ist ein großes, großes Plus bei der Expedition. Man kann, während wir eine ganz normale, stinknormale Woche haben, oder selbst wenn wir andere, also wir haben jetzt gar nichts, ne, außer Expedition. Und wir haben, selbst wenn wir am Wochenende ein anderes Event haben, man kann während der Abenteuerlust Holz gewinnen, man kann Steine gewinnen, man kann sogar Metalle oder Kristalle oder Seelen gewinnen. Alles das, was man sonst nur zu Events kann und zu Mengen, die in Ordnung sind. Also auf EU7 mit diesen Steinen und Hölzern, die ich zusätzlich bekommen habe, also hier, das ist für das Level gar nicht schlecht, um Hall of Night 10 zu bekommen oder eben Festung auszubauen oder auch die Gemmine auszubauen, Gems zu suchen, ist es ein Wert, der recht interessant ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das sogar für Free-to-Play-Spieler sehr, sehr interessant ist, denn die können innerhalb der Abenteuerlust eben noch mehr Holz und Steine generieren als üblich und müssen dafür vielleicht maximal eine Sanduhr ausgeben. Und das ist ein ganz großer Faktor, wo ich die Expedition weit vorne sehe. Man kann natürlich sagen, die Free-to-Play-Spieler, die sich über ja, Werbung zum Beispiel, die Lucky Coins und dann eben die Pilze für die 300 Alu spielen können, oder die vielleicht im Monat mit einem geringen Beitrag investieren, also nicht ganz Free-to-Play, aber Eco-Pilzer sind, die können auch über so eine Expedition sehr viele extra Ressourcen generieren, zu einem Zeitpunkt, wo sie möglicherweise auch darauf angewiesen sind. Und das ist gerade beim Serverstart der Fall. Das finde ich sehr, sehr interessant. Man hat auch, ich habe in einer anderen Quest, die ich mir irgendwo mal gespeichert habe, Moment, ich weiß nicht, ob das sogar die war. Ne, Quatsch, das war nicht die Quest. Momentchen, das war nicht die Quest, das war, das war das Bild hier. Ja, also man hat auch gesehen, dass man währenddessen, also in der Quest auch Toilettenschlüssel, Petnest finden kann, das Wheel of Fortune 2.0 habe ich glaube ich auch schon gesehen, Dungeon-Schlüssel habe ich auch gesehen, das Einzige, und da spreche ich jetzt ganz klar im Moment anscheinend gegen die Expedition, ist das gefühlt, ne, wenn man jetzt mal sieht, die Quest, die ich hier gespeichert habe, ne, hier gab es eine Frucht. Also ich habe bisher nur von einem Spieler gehört, den ich gefragt habe, dass der mal eine Frucht gesehen hat und das bei einer 75 Alu Abenteuer Expedition. Und wenn man 300 Alu spielt, kriegt man schon ein grobes Gefühl dafür, dass man, also wenn es kein schlechter Tag ist, schafft man in der Regel mit Abenteuerlust und allen anderen
Geschichten locker, jedes Habitat 3 Früchte zu haben am Tag, sogar tendenziell mehr. Wie gesagt, wenn man Glück hat. Ja, beim letzten Mal hatte ich Glück. Es ist nicht immer so der Fall. Es gibt auch Tage, da findet man weniger Früchte. Aber im Moment scheinen die Expeditionen gerade in der Torpedo für Früchte nicht ganz so stark zu sein. Das ist der Eindruck. Und das ist aber auch, wie ich finde, der größte Negativaspekt der Expedition. Denn die Performance ist gut, das Design ist gut. Man braucht ein bisschen Glück bei der Questauswahl, es gibt, oder bei der Expeditionsauswahl, es gibt wirklich Expeditionen, die sind halt auf gut Deutsch scheiße. Ja, und dann gibt es einfachere, also Drachen zum Beispiel, da kriege ich auch teilweise über 50 Punkte. Und da kann man vielleicht auch nochmal ansetzen, dass man vielleicht das Belohnungssystem von der Expedition nochmal ein bisschen anpasst. Ja, also dass man mehr als 3 Sterne gibt. Also wenn man jetzt mehr als 40 Punkte erreicht, dass man ab 45 Punkten nochmal einen Bonus bekommt oder dass man ab 50 nochmal einen Bonus bekommt. Vielleicht auch die Chance zu sagen, hey, wir haben hier nochmal ein Zusatzpaket, was man gewinnen kann, wo man dann vielleicht auch nochmal die eine oder andere Frucht finden kann. Das ist halt so ein Ding, da könnte ich mir vorstellen, könnte man noch Ansätze finden, wenn man etwas optimieren will. Im Großen und Ganzen vom XP und Gold Value bei diesem Level, wo wir uns derzeit befinden, also ob ich das jetzt mit 170 gemacht habe oder mit 213 oder auch einige Spieler im etwas höheren Levelbereich, man kriegt das Gefühl, also was heißt, so viel höher sind sie ja noch nicht, also vor allen Dingen auch im niedrigeren Levelbereich, wollte ich eher sagen, scheint dieser XP und Gold Value insgesamt ganz gut zu stimmen. Da ist natürlich, ja, muss man sehen, wenn man höheres Level hat, wie man da abschneidet. Der Zeitfaktor wird auf jeden Fall auch positiv gesehen. Für 75 Alu wirklich geht es schneller voran. Es macht vor allen Dingen auch mehr Spaß. Und klar, bei 75 Alu, wenn man 75 Alu gut aufstapelt und auf XP geht und immer wieder die guten oder die kürzesten Quests nimmt, dann ist es wahrscheinlich über die Alu auch effektiver. Dann kriegt man aber auch weniger Gold. Also Man muss viel mehr Gedenkaufwand auch betreiben und ich denke, da scheinen im Moment die Expeditionen ein gutes Mittel gefunden zu haben, was jetzt nicht heißt, ich würde nur Expeditionen spielen. Also bisher würde ich Expeditionen spielen, wenn zum Beispiel gar kein Event ist, weil wenn zum Beispiel jetzt Pet Event ist, dann muss man natürlich dann dreimal überlegen, wenn die Drop Rate von den Früchten schlechter wäre oder wenn Festungsevent ist, wo man ja sehr viele Ressourcen über die Quest bekommen. Wenn man über die Expedition verhältnismäßig weniger bekommen würde, dann würde ich natürlich nicht die Expedition spielen. Aber das müssen wir auch testen, wenn es soweit ist. Vielleicht zu Halloween, da gibt es ja ein Multipill-Event. Wenn die Expedition so lange noch läuft auf EU7, dann könnte das mal ein interessanter Test sein. Aber ich bin echt positiv angetan und je nachdem, wie häufig sie dieses Event dann auch spielen wollen. Ich meine, die wollen es ja nicht permanent einführen. Deshalb würde es wahrscheinlich gar nicht zu gewissen Doppelungen kommen können, aber trotzdem nehme ich es gerne mit, solange wie es da ist und finde es gut, wie es gelöst wurde, dass es erstmal nur auf einem Server gilt, weil dann haben die alle die gleiche Voraussetzung und man kann gewisse Optimierungen vielleicht noch durchführen. Also overall gesehen, mein erster Eindruck zu dem Thema sehr, sehr positiv. Thema Früchte und vielleicht Thema Belohnung noch ein bisschen, gerade im höheren Bereich. Ich hatte doch einige Male auch über 50 Punkte, ganz ehrlich. Also natürlich, klar, ist wieder hier Vorführeffekt nicht dabei gewesen. Ich kenne das hier nicht. Was ist das? Ich glaube, da müssen wir viermal was finden. Ja, das sind 4 Punkte, 9 Punkte, 16 Punkte plus nochmal 10. Also für 4 Bilder 26 Punkte, das ist auch nicht so geil eigentlich. Tatsächlich, aber gut, wir nehmen es jetzt mal mit, 36, wenn ich den Bait erwische, dann haben wir ja schon fast die 40, die wir brauchen. Das ist okay. Das ist nicht so geil jetzt hier. Dann würde ich mal das mitnehmen. Nehme ich natürlich auch 2 Pilze, okay, ja gut, Pilze, ja gut, die Pilze kommen. Das ist dann vielleicht auch nochmal eine Frage, wo man dagegen stehen muss. Wir liegen jetzt bei 27,5 Alu, also es ist noch alles im Rahmen. Zack. Jetzt brauchen wir noch 2 Punkte für die 3 Sterne. Die haben wir jetzt bekommen. Und dann können wir auch noch den Koffer mitnehmen. Im Koffer gibt es auch nochmal extra Gold. Der wird übrigens nicht angerechnet am Schluss. Das darf man auch nicht vergessen. Ach so, eine Quest habe ich noch. Dann nehmen wir nochmal die mit. Da habe ich zumindest die 3 Sterne jetzt bekommen. Und auch hier mal 389.000 Gold. Oder, oh, wurde der Koffer doch angerechnet? Wir haben doch vorher weniger Gold gesagt, oder?
Ich dachte, ich hätte vorhin weniger Gold angesagt, aber das passt auch nicht. Also ich habe mich verguckt vorhin. 2,8 Millionen XP sogar. Also hier auch nochmal ein bisschen höher gegangen. Ja, weiß ich nicht. Also irgendwie minimale Abweichung. Weiß nicht, ob ich gerade jetzt in der Gilde einen besseren Boni bekommen habe in der Zwischenzeit. Aber ja, also wir sehen es, ne? Es ist dreimal... Okay, ach nee, Quatsch. Ich weiß jetzt, warum. Wir hatten ja 27. Wir haben jetzt 2,5 Alu mehr. Wir haben 2,5 Alu mehr, also 4x7. Ja, es ist ein bisschen weniger XP, als wenn man 4 gute 7,5-minütige Quests hätte. Aber es wäre immer noch mehr Gold. Also das Verhältnis ist in Ordnung. Und wir haben wieder Steine bekommen, aber wieder keine Früchte. Also man sieht es, es deckt sich. Die positiven Aspekte und die negativen Aspekte sind eigentlich immer relativ gleich im Moment. Das war es dann erstmal von mir zu den Expeditionen. Wenn ihr natürlich Anmerkungen dazu habt, eure Meinung gerne auch in die Kommentare, würde ich mich freuen. Haut auf jeden Fall erstmal rein. Macht euch tschüss und Servus, euer Basti.